Wieder der Zehner den Ball wegschießt. Jeder schießt den Ball weg, gibt dir Brot. Halt die Brille, mit dir. Hey! Hey! Hey, Schiri, wo hast du die Brille her? Ey, da hat noch ein halber Meter gefehlt. Yo, was geht ab, Freunde? Meet hier am Start. Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf PMTV. Freitag 14 Uhr. Ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Und wir haben heute wieder mal ein heftiges Spiel für euch. Ich verspreche da nicht zu viel. Bleibt bis zum Ende dran. Viele Tore, hitzige Szenen, Spannung pur. Das verspreche ich euch. Da verspreche ich auch nicht zu viel, Freunde. Wir haben auch wieder was Cooles zum Gewinnen. Wir haben nämlich geschaut, ey, was kommt bei unserer Community gut an? Und klar, es sind nicht alle Dortmund-Fans, aber wir haben geschaut und haben gedacht, komm, wir organisieren nochmal ein Dortmund-Trikot. Richtig nice hier mit den Akzenten auf den Ärmeln. Also, BVB-Trikot gibt es am Ende zu gewinnen. Bleibt bis zum Ende dran. Und ja, des Weiteren, zeigt euren Support. Vielen, vielen Dank. Echt klasse von euch. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und am Ende gibt es auch noch was Besonderes. Ich will es noch nicht verraten. Bleibt bis zum Ende dran, Freunde. Und wir waren ja an diesem Wochenende, nur zur Info, Patrick war nicht da, ich war auch nicht da, weil wir in London waren, bei den London Games von der NFL. Und da haben wir auch ein Video gemacht, könnt ihr auch auf jeden Fall abchecken, oben in den Infokarten oder einfach das letzte Video jetzt hier auf dem Kanal angucken, mit André Schürrle, meinem besten Freund. Freunde, auch mega lustig. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es ab. Ist jetzt hier auch verlinkt. Und jetzt, genug gelabert, ab ins Spiel. Let's go. Da bin ich auch am Kommentatorenplatz, Freunde. Und wir schauen auf die Tabelle. Sechster gegen Achter. Das verspricht Spannung. Ein Spiel auf Augenhöhe. Und wir spielen zu Hause und möchten die Punkte hier behalten. Wir beginnen mit Henny im Tor. Davor Martin, Micha, Niklas und der Simon. Im Mittelfeld spielt von links nach rechts der Basti, Alpi, Luca, Danny und der Lars. Und vorne drin spielt der Aldo. Und ihr seht, wir haben immer noch mit Verletzungssorgen zu kämpfen, aber das hat jede Mannschaft mal. Und wir hoffen natürlich, dass wir demnächst auf alle Leute zurückgreifen können. Auf der Bank haben wir noch den Yankee, den Fabian und den Nairolf zusammen mit unserem Coach, dem Paul, und unserem Co-Trainer, dem Mischa. Und ihr könnt ja auch gerne jetzt schon mal was zu trinken holen. Ich verspreche euch, es geht gleich ab wie die Feuerwehr. Sagt nicht, ich hätte es euch nicht gesagt. Deswegen, ihr habt jetzt die Chance, nochmal Pause zu drücken, was zu snacken holen. Und dann geht's los mit dem Anstoß hier an dieser Stelle. Horst Rosbach in den weißen Trikots mit den blauen Hosen von links nach rechts. Wir spielen, wie gewohnt, in den schwarzen Trikots von rechts nach links. Und wir haben die erste Aktion, die nicht ganz geklärt werden kann. Über die linke Seite läuft dieser Doppelpass von den Gegenspielern. Simon versucht, den Mann zuzustellen und der Ball ist Gott sei Dank zu lang und es gibt Torabstoß. Wir springen in die nächste Minute sofort. Zweite Spielminute und der Ball in die Schnittstelle und der Stürmer ist durch. Und es steht 1:0, Freunde. Eiskalt vor der Hütte der gegnerische Stürmer. Und wir müssen einen frühen Rückstand hinterherlaufen. Und das ist sehr, sehr bitter. Aber es ist noch sehr, sehr früh in der Partie und wir bleiben in der dritten Spielminute und spielen über die rechte Seite. Der Basti bekommt hier den Ball und spielt einen langen Ball auf den Aldo. Der Abwehrspieler schlägt vorbei und der Aldo gleicht hier aus, Freunde. Sein zweiter Treffer in dieser Saison und es steht nach 3 Minuten 1:1. Was ist denn hier bitte los? Wir schauen noch einmal drauf. Ein sehr, sehr gefährlicher Ball vom Basti, der Gegenspieler ist wahrscheinlich Rechtsfuß, statt den linken zu nehmen, nimmt er den starken rechten und kommt nicht ganz an den Ball und somit kann der Aldo den Ball einschieben. Wir springen wieder ein paar Minuten weiter und wir stellen hier eigentlich ganz gut zu, dann kommt der lange Ball, Micha kommt nicht an den Ball, da ist der Henny, kann den Ball klären, das Tor ist frei, aber der Stürmer trifft den Ball dieses Mal nicht so richtig und das ist unser Glück. Eine Minute weiter und jetzt schaut mal auf den Kapitän von den Gegnern. Ich finde das richtig lässig. Er guckt sich das im Gehen richtig gut an und geht dann direkt zum Anlauf über. Finde ich übelst geil. Und jetzt kommt der Freistoß. Das wird richtig gefährlich. Und der Henny ist zur Stelle und kann den Ball parieren. Die Gegner können das nicht fassen, wie der Henny da abgetaucht ist. Richtig, richtig gute Parade vom Henny. Und es steht immer noch 1:1 und es ist einiges geboten. Alpi erobert hier den Ball wieder, spielt ihn links raus. Da bekommt der Lars jetzt den Ball und spielt zusammen mit dem Aldo. Es ist nicht ganz auf der Kamera drauf, aber wir sehen, dass Aldo jetzt hier durch ist. Er spitzelt den Ball über den Torwart. Auf der Linie wird geklärt und nochmal.
auf der Linie. Das ist doch unglaublich. Was ist hier in dieser Anfangsphase los? 9 Minuten gespielt und man könnte schon Angst haben, dass die beiden Mannschaften hier in der Kreisliga das komplette Pulver verschossen haben. Wir springen in die 16. Spielminute. Nach dem eigenen Einwurf verlieren wir den Ball in der Nähe von unserem 16er. Der Spieler ist durch, geht auf die Grundlinie, legt den Ball zurück. Und was ist das für ein Abschluss? Haargenau in den Winkel. Es steht 2:1 nach 16 Spielminuten, Freunde. Was ist hier bitte in Buchholz los? Was ist das für ein Spiel? Und kurze Pause von 9 Minuten und dann kommt diese Aktion. Die Nummer 10 gegen den Martin. Der Martin riskiert da Kopf und Kragen. Gott sei Dank ist ihm nichts Schlimmeres passiert. Die Nummer 10 bekommt hier die gelbe Karte. Ihr habt es vielleicht im Pre-Intro gesehen, was noch passiert ist. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wir machen einen kleinen Sprung. 41 Spielminute. Und das ist ein traumhafter Ball von Danny. Und Basti nimmt ihn direkt. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. Und Freunde, ich möchte hier an dieser Stelle, weil die Aufmerksamkeit von euch wahrscheinlich da ist, nochmal erwähnen. Bleibt bitte bis zum Ende dran. Es gibt am Ende neben der Verlosung noch was richtig Cooles. Bleibt bitte dran und schaut euch das Video bis zum Ende an. Und das ist einfach ein geiles Tor. Da schauen wir gerne drauf. Nochmals, und wir springen in die nächste Aktion, die direkt am Anstoß passiert, Freunde. Wir lassen das bewusst hier laufen. Hurst versucht wieder ins Spiel zu kommen. Es steht 2:2 und Micha kann hier den Ball erobern und spielt den Ball direkt in die Schnittstelle. Es sieht nach Abseits aus, wird nicht gepfiffen. Und da ist der Lars, der den Ball doch erläuft, und der Ball ist im Netz, Freunde. Wie hat der Lars diesen Ball erlaufen? Das ist unglaublich. Ihr wisst ja, Lars ist mit einer der schnellsten Menschen, die ich kenne. Und das ist echt krass, wie er den Ball noch im Feld gehalten hat. Wir schauen nochmal drauf. Es könnte Abseits sein, ich weiß es nicht. Aber der Lars, der Ball ist eigentlich schon fast weg. Und aus dem Winkel macht er ihn dann rein. Überragend, Speedy Gonzales. Und wir springen in die 53. Spielminute. Hier kommt ein Einwurf von Martin. Der wird von Alpi verlängert, aber landet dann bei den Gegnern, die dann ziemlich gut über mehrere Stationen nach vorne spielen. Und hier schirmt der Spieler den Ball gut ab, spielt ihn wieder zurück. Dann kommt der Ball wieder nach vorne. Da wird der Ball wieder angenommen, nach hinten gespielt und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der Moment, wo die Lücke da ist, Schnittstelle der Abwehr, und es steht 3:3, Freunde. Nach 53 Minuten 3:3. Wir haben noch genug zu spielen. Das ist das Ding. Und wir springen nur 5 Minuten weiter. Hier haben wir den Martin. Er treibt den Ball nach vorne, spielt einen schönen Doppelpass mit Lars, und er ist feilschnell. Wir wissen das. In der Mitte ist der Aldo bereit. Der Ball kommt rein, aber Aldo kann den Ball nicht vor dem Torwart reinspitzeln. Und das war die nächste Gelegenheit für uns. 60. Spielminute, langer Ball vom Kapitän hier auf die 10, die im Abseits steht. Und er schießt den Ball hier klar weg und lässt seinen Unmut raus über diese Entscheidung. Und der Schiedsrichter gibt keine gelbe Karte. Hätte man durchaus wahrscheinlich auch ahnden können, aber wurde in diesem Fall nicht. Hier haben wir einen Ballverlust von den Gegnern. Hier ist der Yankee, der mittlerweile drin ist. Der Ball flattert, aber leider ein bisschen zu weit links. Wenn der aufs Tor kommt, wird das ganz gefährlich. Und 73. Spielminute. Wir schauen hier auf die Szene. Hier haben wir Nayrolf, der den Ball versucht, auf dem Aldo durchzustecken. Der Ball kommt irgendwie dahin. Aldo hat den Ball vor sich liegen mit dem schwachen Linken. Geht der Ball knapp links drüber. Wir laufen hier nochmals an. Und jetzt haben wir noch eine Szene aus dem Pre-Intro. Und das ist nie und nimmer Einwurf. Und ihr hört die Kommentare von draußen. Und ich weiß nicht, wie man da drauf kommt, das als Einwurf zu werten. Also, der Ball war ja noch nicht mal mit ein Ansatz über der Linie, also sehr, sehr komisch, aber es wurde so gepfiffen, da muss man vielleicht auch ein bisschen das mit einem Lächeln hinnehmen, so wie man es manchmal im Leben machen sollte. Wir erobern den Ball hier zurück, der Ball kommt auf den Alpi, der wird von hinten ganz klar gestoßen mit dem Ellenbogen, aber das wird auch nicht geahndet. Ja, manchmal muss man das hinnehmen. Wir springen schon in die 19. Minute, es gibt einen Einwurf und das Spiel ist zu Ende, Freunde. Ja, es war ein packendes Spiel, spannendes Spiel. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bleibt jetzt bitte noch dran. Es gibt eine richtig wichtige Message. Und natürlich auch das Gewinnspiel. Wir schauen kurz auf die Tabelle. Da könnt ihr sehen, es hat sich nicht viel getan für beide Mannschaften. Kommen nicht wirklich voran mit diesem Punkt. Des Weiteren ist das nächste Spiel gegen Oettershagen, was ihr auf YouTube sehen könnt. Aber wir spielen jetzt am Sonntag auch gegen Höhe. Am 11.11. ein bisschen untypisch für Rheinländer. 12.30 Uhr Anschluss in Buchholz. Das Gewinnspiel BVB-Trikot. Einfach den Kanal abonnieren. Glocke aktivieren, Video liken und dann mit eurem Instagram-Namen kommentieren und uns auf Instagram folgen. Und jetzt kommt das Outro. Und ja, Freunde, das war's dann auch mit dem Video. Und ich möchte es nochmal hier in dieser Art und Weise abmoderieren, weil mir da noch etwas sehr, sehr wichtig ist. Ihr habt es schon gesehen oder gehört, oder vielleicht habe ich es schon erwähnt. An diesem Tag war der Sandro am Platz. Ein Zuschauer von uns, der war mit seinem Papa da. Die sind mehrere hundert Kilometer gereist, um uns zu treffen.
Und wir waren an dem Tag nicht da. Das war sehr, sehr unglücklich, konnten wir natürlich auch nicht erahnen. Aber Grüße gehen raus an den Nairolf, der da den Kontakt Gott sei Dank herstellen konnte, weil er die Nummer sich geben lassen hat von dem Vater vom Sandro. Grüße gehen an euch beide raus. Und ja, wir haben uns dann was überlegt, weil wir haben schon in London direkt ein schlechtes Gewissen gehabt. Beziehungsweise haben uns gedacht, ey, das kann's doch nicht sein, das ist echt, echt traurig. Und haben uns dann eine coole Aktion überlegt und wollten den Sandro dann überraschen. Das ist uns auch gelungen. Und das haben wir auch auf Band festgehalten, weil wir es so cool fanden. Und das ist eine Herzensangelegenheit gewesen, dass wir da einfach hinfahren und ihn überraschen. Und es ist uns echt gelungen. Und das Video kommt am Sonntag. Also wäre super, wenn ihr euch das Video auch anschaut. Und an dieser Stelle kann ich nur noch mal sagen, euer Support ist unglaublich. Jeden Tag so viele Nachrichten zu bekommen, so viele tolle Nachrichten, so viele motivierende Nachrichten zu kriegen, ist nicht selbstverständlich. Und wir würden gerne auf jede antworten. Es geht leider nicht. Es ist einfach zu viel. Und wenn wir mal antworten, merken wir direkt die Dankbarkeit, die Glücklichkeit, die wir verteilen können damit. Und deswegen vielen, vielen Dank. Ihr seid echt klasse. Fühlt euch alle gegrüßt. Ihr seid die PMTV Army. Ohne euch könnten wir das alles gar nicht machen. Ihr seid echt klasse. Deswegen bleibt am Ball und schreibt weiterhin Kommentare, Nachrichten. Euer Support ist unglaublich. Vielen, vielen Dank. Ihr seid die Besten. In dem Sinne sehen wir uns am Sonntag wieder. Bleibt am Ball und ciao.